dziewczyna, czy nie? Morgen zusammen, kann's losgehen. Wo sind der Pavel und Jakob? Te dwóch pijaków dzisiaj jeszcze nie widziałam. Wissen wir nicht. Guten Morgen, Herr Betz. Morgen. Wer hat denn die Palette dahingestellt? Zeitpunkt war gestern Abend so zwischen 22 und 0 Uhr. Todesursache? Ein massives Thoraxtrauma. Sein Brustkorb wurde zerquetscht. Mhm. Die Arme sind gebrochen. Vielleicht eine Schlägerei? Bei dem vielen Alkohol? Wirklich. Aber diese Verletzungen hat ihm niemand mit bloßen Händen zugefügt. Sondern womit? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir gehen schon davon aus, dass das hier der Tatort ist, oder? Sieht doch erst danach aus, oder Frau Kollegin? Jedenfalls ist er hier gestorben. Jemand hat ihn schwer verletzt hinter dieser Palette liegen lassen. Bei den Verletzungen dürfte das sehr schnell gegangen sein. Der Tote heißt Pavel Lipinski und hat hier als Weinlesehelfer gearbeitet. Danke. Die Unterlagen nicht finden. Ich verstehe das nicht. Die müssten da sein. Pavel wohnte wie die anderen Saisonkräfte hier auf dem Gut. Wie lange arbeitete Herr Lipinski schon für Sie? Seit 6 Wochen. Seit Beginn der Weinlese. Zum ersten Mal? Ich habe das Weingut erst vor 2 Monaten übernommen. Meine Eltern sind beide kürzlich verstorben. Oh, das tut mir leid. Wer hat denn Herrn Lipinski eingestellt? Ich, aber... Ach, Herr Betz, ich kann die Unterlagen von Herrn Lipinski nicht finden. Das ist Herr Betz, der langjährige Verwalter unseres Gutes. Da habe ich schon Viel steht nicht drin. Danke. Sie beschäftigen zurzeit 22 Saisonkräfte. Wie jedes Jahr, das hat sich so bewährt. Kennen sich die Leute untereinander? Viele kommen schon seit Jahren, aber den Pavel kannte, glaube ich, keiner. Und wie war das Verhältnis zu seinen Kollegen? Keine Ahnung. Zwischen den Polen gibt es schon mal Streit. Oft weiß man nicht, worum es geht. Meistens ist Wodka mit im Spiel. Mhm. Als letzter Arbeitgeber ist hier ein Lyzeum in Gliwice eingetragen. Er war Lehrer? Wir hatten hier schon alles Mögliche. Wann haben Sie Herrn Lipinski das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Er war mit dem Weinberg und um 19.30 Uhr waren wir wieder da. Und Sie? Gestern Nachmittag irgendwann. Wie lange arbeiten Sie schon auf diesem Weingut? 30 Jahre. Ich war schon unter Frau Grölles Eltern hier. Und jetzt arbeiten Sie für Frau Grölle und Ihren Mann? Nur für Sie, Ihr Mann ist Architekt. Und wie ist das so, nach so langer Zeit, um eine neue Chefin zu bekommen? Zum Winzersein gehört mehr als ein paar Semester Weinbaustudium. Und wie oft ist die Annette hier gewesen in den letzten Jahren? Das kann man doch an einer Hand abzählen. Und jetzt will sie wegen der Qualität den Ertrag senken und dann auf Bio umstellen. Hey,
Alles okay? Was ist denn das für eine Scheißfrage? Da ist gerade einer erschlagen worden. Wer sind Sie denn? Anna. Badosi von der Kripo Stuttgart. Und du? Nora. Meine Mutter gehört das Weingut. Wie sieht's denn hier aus? Das ist dem Pavel sein Bett gewesen. Wem gehören die anderen? Niemand und der Jakub Dudka. Kann ich den sprechen? Danke. Hast du den Toten gut gekannt? Ich kannte ihn nie. Hast du vielleicht eine Idee, wer es gewesen sein könnte? Woher denn? Hier passiert nur Scheiße. Ich wollte nie herziehen, nie. Warum bin ich nicht in Stuttgart geblieben? Nora, hey. Was ist hier eigentlich los? Jan müsste jeden Augenblick hier sein. Ziemlich runtergeranzelt. Aber ganz gemütlich. Kann es sein, dass wir uns ein bisschen frühzeitig festgelegt haben, was den Tatort betrifft? Der Jakob ist verschwunden. Den hat heute noch keiner gesehen. Dann brauchen wir eine Personenbeschreibung. Ein Foto für die Fahndung. Ja, ich mach das. Chateau Aubourgeois, 1953, premier Grand Cru classé. Grand Cru. Der Korken? Regelmäßig erneuert. Lagerung? Im Kellergewölbe. Perfekt temperiert. Ein Sahnestückchen aus einer kürzlich aufgelösten Sammlung. Es kommt ganz selten auf den Markt. Und wenn, dann nicht zu dem Preis. Ja, 500 Euro ein Schnäppchen ist das ja nicht. Der Polizeipräsident wird 60, da muss man schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche, hä? Genau. Passen Sie gut drauf auf. Elena. Haben Sie gestern Abend aus dem Nebenzimmer etwas gehört? Kommen Sie, die Wände sind ziemlich dünn. Es ist ein Stuhl zu Bruch gegangen. Sie müssen etwas mitbekommen haben. Elena spricht sehr schlecht Deutsch. Sie ist das erste Mal hier. Und Sie sind? Monika Pesko. Ich wohne mit Elena in einem Zimmer. Przecież ja Pawła wcale nie znałam. Ja nic nie wiem. Ja wiem, chodzi o te kłótnie wczoraj. Gegen 10 war nebenan Krawall. Jakob und Pavel haben sich angeschrien. Ja, also doch. Und worum ging's denn? Hab ich nicht verstanden. Jakob war betrunken, er trinkt immer sehr viel. Ich hab gegen die Wand geklopft und dann war Ruhe. Die Gröllers haben früher mal ganz guten Wein gemacht. Der Winzer ist vor kurzem gestorben. Das Weingut hat gerade einen Generationswechsel vollzogen. Deshalb ist die Familie auch vor einem halben Jahr von Stuttgart aufs Land gezogen. Annette Grölle leitet das Weingut und ihr Mann arbeitet weiterhin als Architekt. Was wissen wir noch? Das Opfer hatte offenbar am Abend einen heftigen Streit mit seinem Zimmergenossen, Jakob Dudka. Das war so gegen 22 Uhr, dafür gibt es mehrere Zeugen. Und dieser Jakob, Jakob Dudka, 32 Jahre alt, kommt aus Krakau, hat mehrere Vorstrafen wegen Körperverletzung, alle unter Alkoholeinfluss. Aber ich habe noch was ganz... Ja, läuft denn die Fahndung nach diesem, Personenbeschreibung ist raus. Ich habe noch was ganz Wichtiges. Es gibt kein Pavel Lipinski. Das heißt? Das heißt, seine Anschrift ist falsch. In dem Lyzeum, in dem er gearbeitet haben will, kennt ihn niemand. Und die Passnummer, die er in seinem Personalbogen angegeben hat, die stimmt auch nicht. Jakob? Bruder, du, Dudka!
Bleib stehen! Ruhe, ich muss grad was durch! Ruhe! Weingut Grölle, Betz. Der Mann, den Sie suchen, der ist aufgetaucht. Ihr Name ist Jakob Dudka. Brauchen Sie einen Dolmetscher? Hallo? Komm, der verarscht uns doch. Was ist gestern Abend passiert? Sie sind mit Ihrem Zimmergenossen, Pavel oder Pavel, in einen Streit geraten und der ist dann eskaliert. Ich hole jetzt jemanden, der Polnisch spricht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Na also. Geht doch. Ich war in der Kneipe und habe ein bisschen zu viel getrunken. Als ich ins Zimmer gekommen bin, ist Pavel auf mich losgegangen. Warum? Er hat gesagt, dass ich ein Dieb bin. Ich habe ihn beklaut, aber das ist nicht wahr. Er hat mich geschlagen. Ich bin auf den Stuhl gefallen. Alles hat wehgetan. Er hat mich liegen lassen und ist raus. Draußen habe ich ihn erwischt. Und dann haben Sie ihn geschlagen? Nur einen Schlag. Dann hat er mich platt gemacht. Ich war einen Moment bewusstlos. Als ich wieder zu mir gekommen bin, war er weg. Was heißt weg? Keine Ahnung. Ich bin zurück ins Zimmer und habe mich hingelegt. Und heute Morgen, sein Bett war leer. Mehr weiß ich nicht. Und warum sind Sie dann abgehauen? Überall Blut, draußen war die Polizei. Panik. Ich habe ihn nicht umgebracht. Jeder Mensch hat ein Handy. Vor allem in so einer Situation. Weit weg von zu Hause, irgendwo im Ausland. Kein Festnetzanschluss. Ja, aber die vom Weingut hatten keine Telefonnummer vom Opfer. Ja, aber sie haben ihn telefonieren sehen. Über seine Telefonverbindung könnten wir an seine Identität kommen. Hey, wenn du eine Handynummer hast, dann kannst du doch auch ziemlich genau bestimmen, wann das Handy wo war, oder? Das Gleiche müsste ja dann auch umgekehrt funktionieren. Im Prinzip, ja. Du holst jetzt alle Handys, die in einem Umkreis vom Weingut in den letzten Wochen eingeloggt waren, ins Netz. Funkzellenabfrage. Genau. Es dürften ja zigtausende sein, aber uns interessieren nur die Nummern, die über einen längeren Zeitraum eingebucht waren. Und das Ganze ungefähr seit 6 Wochen. Das sind dann schon viel weniger. Hm? Ah ja? Ja. Und dann fallen noch die raus, die konkret einem identifizierten Nutzer zuzuordnen sind. So. Und wenn wir Glück haben, dann bleibt genau eine Nummer übrig. Und die gehört Pavel. Das ist angewandte Mathematik. Verstehst du doch drauf, oder? Ja, gut. Ja, sehr gut. Ja, dann probieren wir es mal mit einer Methode. Mhm. Morgen früh, okay? Also ich brauche so lange, bis ich die ganzen Daten zusammengesammelt habe. Klar. Weißt du was, ich lasse die Skizze zur Sicherheit mal hier. Er hatte am Abend vor seinem Tod eine Schlägerei, das ist richtig. Sehen Sie hier? Diverse Prellungen im Gesicht, ein angebrochenes Nasenbein.
Aber diese Verletzungen waren nicht letal. Kommen Sie bitte. Außerdem hat er ein merkwürdiges Gittermuster auf dem Rücken und Hämatome an beiden Schienbeinen. Bei dieser Abwehrbewegung sind die Arme gebrochen. Dann hat der Gabelstapler den Brustkorb zerquetscht und die Rippen haben Herzbeutel und Lunge perforiert. Puh. Können Sie was Genaueres zum Todeszeitpunkt sagen? Ziemlich exakt um 23 Uhr. Danke. Bitte. Ach, und noch etwas. Das Opfer hat Bissspuren im Hals- und Brustbereich und Kratzspuren auf dem Rücken. Teilweise älter, teilweise noch ganz frisch. Wenn Sie mich fragen, er hatte ein ziemlich aktives Liebesleben. Fingerabdrücke gibt's jede Menge. Damit schließlich Hinz und Kunz rumgefahren. Der Schlüssel steckte immer und bedienen kann so eine Karre jeder. Leider ist bei der Spurenlage schwer zu sagen, wer jetzt da drin saß. Naja. Grüß Gott. Bist du soweit? Ja. Okay. Geh noch auf die Grillparty. Hast du in das Bier gedacht? Nein. In dein Ernst? Wir können doch nicht mit leeren Händen kommen. Weißt du was? Wir fahren bei der Tanke vorbei. Hast du Geld dabei? Ich? Na dann. Schönen Feierabend. Wir gehen davon aus, dass er eine Freundin hatte. Oder zumindest eine Geliebte. Wahrscheinlich sogar jemand, der hier arbeitet. Hm? So, ich schaue jetzt unseren Journal. Elena ist verlobt. Und ich habe einen Mann und ein kleines Kind. Also Sie können es von der Liste streichen. Polen ist weit weg. Sie denken, wir machen hier Party? Wir haben alle Familie. Und kommen hier nur, um Geld zu verdienen. Das ist ein harter Job. Aber die kein Deutscher machen möchte. Manchmal über 12 Stunden im Weinberg. Dann ist man müde und will nur schlafen. Dauert Ihre Fragestunde noch lang? Ja. Wir haben Hochsaison und ich brauche jeden Mann. Paweł, taki tak wolał nie lubi. Ich nicht, danke Ihnen. Moment mal, was hat sie gesagt? Es ist nur Klatsch, auf so einem Weingut wird viel geredet. Was wird geredet? Sie haben bisher den Eindruck vermittelt, dass Sie Paweł Lipinski nicht besonders gut kannten. Das ist auch so. Hören Sie mal, ich habe hier noch viel zu tun. Und heute Nachmittag haben wir eine Weinprobe mit einem wichtigen Großkunden. Frau Grölle, wie war denn Ihr Verhältnis zu diesem Paweł? Paweł war mein Angestellter, mehr nicht. Die Gerüchteküche behauptet aber etwas anderes. Über Paweł und mich? Was denn? Entschuldigung, wir würden gerne noch einen Moment allein mit Ihrer Frau sprechen. Meine Frau hatte nichts mit diesem Mann. Ich weiß nicht, was man Ihnen erzählt hat, aber... Aber was? Wie soll ich sagen? Herr Lipinski stand auf jüngere Frauen. Auf Mädchen. Er war hinter unserer Tochter her. Hat ihr nachgestellt, ja. Ich habe es dir nicht gesagt, Annette, weil ich dich nicht beunruhigen wollte. Das haben Sie so auf sich beruhen lassen? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Habe ihm gesagt, er soll seine Sachen packen und verschwinden. Und das fällt ihm alles jetzt wieder ein? Ich habe den Mann nicht angefasst. Alles Weitere besprechen wir auf dem Präsidium. Wir müssen Nora unbedingt sprechen. Kommen Sie nach der Schule bitte gleich mit ihr ins Präsidium. Hier gleich links, hm? Ja. Jo. Ja. Ich komm gleich. Hast du den Bordeaux nicht dabei? Ja. Aber hast du den Zettel nicht gelesen? Hier, habe mir den Wein ausgeliehen. Besorge morgen eine neue Flasche Jo.
Mach ich auch. Bin nur noch nicht am Supermarkt vorbeigekommen. Supermarkt? Ja. Ach, der Wein war übrigens gar nicht so gut. Wir haben noch ein Bole draus gemacht. Bole? Ja, so mit Früchten und so. War lecker. Also, ich guck da mal, was ich kriegen kann, ja? Und wie haben Sie davon erfahren? Kriminalhauptkommissar Stoll betritt den Vernehmungsraum. Wie haben Sie davon erfahren, dass Pavel Lipinski Ihre Tochter nachstellt? Das habe ich doch schon gesagt. Nora war bei mir. Sie hatte ihm bereits gesagt, dass sie nichts von ihm will und dass er sie in Ruhe lassen soll. Sie... Ja, sie war verzweifelt. Sie wusste nicht mehr, was sie machen sollte. Wann ist sie damit zu Ihnen gekommen? Vorgestern. Sie wollte, dass er sofort verschwindet. Haben Sie ihm das auch so gesagt? So ungefähr, ja. Hm. Wie hat er denn darauf geantwortet? Er hat die ganze Sache bestritten. Aber Nora erzählt mir keine Märchen. Tja, Pavel wollte nicht weg. Ich hätte ja auf dem Weingut sowieso nichts zu sagen. Er hat Sie beleidigt. Haben Sie ihm gedroht? Was man so sagt. Was sagt man denn so? Mein Gott, er würde die Kündigung noch schriftlich bekommen und fertig. Wir gehen davon aus, dass Pavel Lipinski aktuell eine sexuelle Beziehung hatte. Ja. Und das vielleicht sogar mit Nora. Und vielleicht hat Nora Ihnen das ja auch erzählt. Und vielleicht sind Sie deswegen so ausgetickt. Das ist doch Unsinn. Wo waren Sie denn vorgestern Abend gegen 23 Uhr? Ich habe gearbeitet. Ich stecke gerade mitten in der Ausschreibung. Kann das jemand bezeugen? Ihre Frau? Und Nora? Wo war die? Sag sie, sind Sie verrückt geworden? Das mal ansehen? Was ist denn das? Ja, Scherben. Von der Flasche, würde ich sagen. Steckt am Gabelstapler fest. Ich weiß nicht, ob es was zu bedeuten hat, aber das Etikett stammt jedenfalls nicht von meinem Gut Grolle. Ich lasse es mal durch den Computer laufen. Merci. Oh nee. Sander, Apparat Badosi, hallo. Hallo. Frau Badosi sprechen. Ja, das nehme ich doch mal stark an, da Sie auf Ihrem Apparat anrufen. Schuld. An allem. Sekunde, ich hole mal kurz Anna. Also, Frau Badosi. Sekunde. Hallo, hören Sie? Sie bleiben jetzt am Apparat und ich suche hier irgendjemanden, der sich mit sowas auskennt. Ja? Ich hab ihn umgebracht. Ich bin an allem schuld. Das ist jetzt ganz wichtig, dass Sie sich beruhigen. In solchen Situationen hilft es manchmal, die Zahlen 20 ganz langsam hintereinander zu... Also bei mir hilft das fast immer. Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Hallo? Anna?
direkt auf mich zugefahren. Ich habe gehobt und sie hat nicht bremst. Erst im letzten Moment hat sie den Lenker rumgerissen. Ja. Was ist denn passiert? Wenn sie doch eine Beziehung zu Lipinski hatte? Ja, das ist so große Liebe. Ja. Er serviert sie ab. Sie erzählt ihrem Vater diese Geschichte, um sich zu rächen, und dann rastet irgendjemand aus. Sie können jetzt reingehen. Danke. Hey. Wie geht's dir? Mir ist schlecht. Wir müssen mit ihrer Tochter sprechen. Und am liebsten allein. Nein. Nora hatte eine Alkoholvergiftung. Man hat ihr den Magen ausgepumpt. Außerdem hat sie eine schwere Gehirnerschütterung. Also wenn Sie mit ihr reden wollen, dann nur in unserer Anwesenheit. Da hattest du Glück. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Du hast am Telefon gesagt, dass du schuld an Pavels Tod bist. Ja, sie war betrunken. Was hast du damit gemeint? Nora, du hast dem Vater erzählt, dass Pavel dir nachgelaufen wäre und dass er dich angemacht hätte. Was war da zwischen dir und ihm? Nora. Gar nichts. Nora wollte, dass Thomas Pavel wegschickt. Deshalb hat sie das alles erzählt. Nora hat mich mit Pavel gesehen. Wie wir uns geküsst haben. Deshalb. Ich wollte nicht, dass Thomas es erfährt. Wir haben gerade eine Ehekrise hinter uns. Wegen des Weingutes. Er war dagegen, dass ich es übernehme, weil er nicht aufs Land ziehen wollte. Thomas ist ein Stadtmensch. Es war ein ewiges Hin und Her. Schließlich hat er sich doch drauf eingelassen und dann treffe ich plötzlich Pavel. Und verlieben sich. Er war so... Ihr Mann hat es nicht mitbekommen. Wenn, dann hätte Thomas seine Sachen gepackt und wäre ausgezogen. Wir waren nur ein einziges Mal unvorsichtig. Ein Kuss hinterm Haus. Aber den hat Nora gesehen. Sie wollte, dass ich mich von Pavel trenne und ihn wegschicke. Das haben Sie nicht gemacht? Warum nicht? Vielleicht wollten Sie diese Affäre doch beenden. Aber Pavel hat in seiner Enttäuschung gedroht, alles Ihrem Mann zu erzählen. Das hätten Sie verhindern müssen. Aber deswegen bringt man doch niemanden um. Wo waren Sie denn vorgestern gegen 23 Uhr? Zu Hause. Joe? Ja? Das war eine ganz brillante Idee. Echt? Ich habe alle Handys überprüft und abgeglichen, die in den letzten 3 Wochen im Umkreis des Weinguts eingeloggt waren. Und es gab exakt eine Nummer im Weingut, die ich zunächst nicht zuordnen konnte. Und dieses Handy gehört dem Journalisten aus Hoffenheim. Lipinski? Sein richtiger Name ist Pavel Pogoda und er schrieb unter anderem für das Magazin Puls. Ich habe mich mit der Redaktion in Verbindung gesetzt, die waren sehr kommunikativ. Und angeblich wollte Pogoda eine Geschichte über die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte im Weinbau machen. Hat er denn schon Material geliefert? Nee, aber der hat bei seinem Redakteur mehrfach durchblicken lassen, dass er einer ganz großen Sache dran ist. Schon auf meinem Rechner? Ja. Hey. Es geht eben nichts über angewandte Mathematik. Ja. Pavel war Journalist. Ja.
Seine Redaktion sagt, er wollte einen Artikel über die schlechten Arbeitsbedingungen von Saisonarbeitern schreiben. Setzen Sie sich. Komisch. Bei den Groens ist doch alles okay. Der Lohn ist fair, die Arbeitszeiten auch. Ist ein guter Job. Wenn er darüber schreiben wollte, war er falsch. Er muss einen Computer gehabt haben. Ein Notebook? Wir haben keins gefunden. Es war in meinem Schrank. Nein, da war keins. Wissen Sie, wo er es versteckt haben könnte? Scheiße. Deswegen war er so sauer auf mich. Das könnte doch sein. Als ich ins Zimmer gekommen bin, war er am Schrank. Und er hat mich einen Dieb genannt. Vielleicht ging es um das Notebook. Martina möchte eine Liste mit sämtlichen Publikationen von Pavel Pogoda auf dem Tisch haben. Ja, und die Scherbe, die ich dir gestern gegeben habe? Da bin ich noch nicht zugekommen. Danke, Kollege. Was hast du mit dem Wein vor? Ja, die haben in Pagodas Schrank gefunden. Ich habe da erst nicht dran gedacht, aber die könnte doch zu der Scherbe passen, oder? Sag mal. Ja, Treffer. Und was bedeutet das jetzt? Wann kriege ich endlich mein Bordeaux? Hey, jetzt reg dich ab, ja? Schrotti kümmert sich drum. Spätestens morgen früh da hast du. Ja, klar. Ja, klar. Du musst nur was fertig machen. Hier, ein Bio-Wein an der Supermarktkette. Prämiert. Kostet um die 8 Euro. Genau so eine Flasche haben wir im Schrank des Opfers gefunden. Und da derselbe Jahrgang eines Tafelweins vom Weingut Grölle. Ladenpreis 3,50 €. Okay, Wein ist nicht gleich Wein, na und? Was willst du uns sagen? Die chemische Analyse beweist, die beiden Weine sind identisch. Rico? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das Weingut, das den Bio-Wein hergestellt hat, hat bis vor 3 Jahren nie mehr als 5.000 Flaschen davon produziert. Jetzt aber liegt der Output bei sagenhaften 50.000 Flaschen. Und das bei gleichbleibender Anbaufläche. Das ist wahrscheinlich die Geschichte, in der der Pavel Pogoda daher war. Gut gemacht, Jungs. Ihr geht in die Halle. Und ihr kommt mit mir ins Büro. Darf man fragen, was das soll? Herbert. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Auch für Ihre Wohnung. Und bitte. Entschuldigung, haben Sie ein Handy? Warum? Danke. Wie? Wir wissen mittlerweile, dass der Tote in Wahrheit Pavel Pogoda hieß. Er war als freier Journalist tätig. Ja, er war in irgendeiner fetten Story dran. Er war Journalist. Interessiert Sie gar nicht, an welcher Geschichte er dran war? Weißwein von Ihrem Weingut wird in einer Supermarktkette als Biowein verkauft. Unser Wein? Ja. Ja, der Erzeuger wird irgend so ein kleines Bio-Weingut angegeben. Etikettenschwindel. Das kann nicht sein. Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Betrug und dem Mord gibt? Sie etwa nicht? Wir haben was gefunden. Pavels Notebook. Das ist der Rechner des Opfers. Den haben wir in Ihrer Wohnung gefunden. Das hat mir jemand untergeschoben. Es waren aber Ihre Fingerabdrücke drauf. Den Artikel über Biowein, den haben Sie doch sicher gelesen. Der Kellermeister und Verwalter Georg B., das sind doch wohl Sie. Und ich vermute, der Weinvertrieb Bartels, der sagt Ihnen auch was. Unsere Kollegen haben die Durchsuchung der Firma Ernst Compagnons so wie eben abgeschlossen. Ja.
Danke. Wir haben alles. Wein, Etikettiermaschine. Seit wann wussten Sie, dass Pavel Pogoda Ihrem Nebenverdienst auf der Spur ist? Wir haben diese Fotos auf dem Notebook gefunden. Die sind vor 3 Tagen gemacht worden. Er hatte sich hinter den Kisten versteckt. Bitte? Er hatte sich hinter den Kisten versteckt. Aber Sie haben ihn gesehen. Und dann haben Sie sein Zimmer durchsucht und begriffen, dass Pavel Pogoda Journalist ist. Sie mussten doch unbedingt verhindern, dass er veröffentlicht, was er herausgefunden hat. Herr Betz! Ich habe ihn nicht umgebracht. Hey, was machst du denn hier? Bloß was abgeben. Das darf doch nicht wahr sein. Gott sei Dank. Der kann wenigstens dafür. Wo ist denn das Fläschle her? Man muss halt so seine Kontakte haben. Doch nicht wahr sein. Schotti! Können wir denn? Lass uns nach Hause zurückgehen. In unser richtiges Zuhause. In die Stadt. Betz und sein Kompagnon haben jedes Jahr ca. 130.000 Euro an dem Biowein verdient. Krölles auch? Nee, die nicht. Martina, hier sind noch die Zeitungen vom Weingut Grölle, die du wolltest. Dankeschön. Betz hat die Geschäfte übrigens schon gemacht, als das Weingut noch den alten Grölles gehört hat. Die haben ihrem Kellermeister wahrscheinlich gar nicht mehr auf die Finger geguckt. Und Annette Grölle musste sich ja erst in die Verwaltungsarbeit einarbeiten. Ja, Georg, Betz hat ein starkes Motiv, aber kein Alibi. Er behauptet, den ganzen Abend zu Hause gewesen zu sein, aber beweisen kann das niemand. Was mit seinem Kompagnon, diesem Bartels? Ist ein Strohmann, hat sogar ein Alibi. Ja, war auf einer Familienfeier, stinklangweilig. Sie hat's gewusst. Wer hat was gewusst? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keine Ahnung hatte, dass er Journalist war. Zunächst wussten Sie es vielleicht wirklich nicht. Aber dann sind Sie über diesen Artikel gestolpert. Nein. Das muss ein Schock für Sie gewesen sein. Meine Frau hat Ihnen doch gerade gesagt, dass sie diesen Artikel nie gesehen hat. Pavel Pogoda war ein gut aussehender Mann. Einer, auf den die Frauen stehen, der hier jede hätte haben können. Aber er hat sich für sie interessiert. Sie haben ihn geliebt. Dass Nora alles herausgefunden hat, hat sie gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Und ich hätte alles für ihn aufgegeben. Aber er... ist mir plötzlich klar geworden. Die komischen Fragen, die er manchmal gestellt hat. Er hat mich nur ausgenutzt, um an seine Story zu kommen. Und weil er bis zum Schluss geglaubt hat, dass ich was über diesen Bio-Wein weiß und dass ich irgendwas damit zu tun habe. Sie haben ihn diese Nacht getroffen und zur Rede gestellt. Wir waren die ganze Nacht zusammen, hier im Haus. Was ist dann passiert? Er hat es nicht mal abgestritten. Er hatte eine Flasche von dem Wein. Ich habe sie ihm aus der Hand geschlagen.
Ich habe ihm angeschrien, dass er sagen soll, dass er nicht nur deshalb mit mir geschlafen hat, aber es war ihm alles egal. Und dann? Er hat sich umgedreht und ist weggegangen. Also haben Sie sich in den Gabelstapler gesetzt und ihn einfach über den Haufen gefahren? Ich war so wütend. Ich habe einfach rot gesehen. Ich weiß nur noch, dass er geschrien hat. Sie sind festgenommen. Kommen Sie bitte. Herr Friedemann? Ich habe gehört, es hat doch noch geklappt. Ja, ja, der Polizeipräsident kriegt sein Grand Cru. Aber es war purer Zufall, dass ich mal Fläche gekriegt habe. Wieso? Ich dachte, Schrotti hatte... Meinst du, ich merke nicht, wenn ich verscheißert werde? Wow. Hey, damit habe ich aber nichts zu tun. Das ist... Oh, der Kaiser sei Flasch kriegt. Nein. Dilettant. Hier. Was ist das? Die Rechnung ist schon ein bisschen teurer geworden. Ich hab doch gesagt, lass den Weihstand. Stopp, Schrotti, stopp!